Also Entscheidungen wurden bei uns relativ früh getroffen. Und ich muss jetzt eigentlich anfangen als Präsident von der Vereinigung Badstädtischer Karnevalvereine. Wir hatten Ende Mai eine Präsidiumssitzung in Speyer. Und auf dieser Präsidiumssitzung sind viele Beschlüsse gefasst worden. Unter anderem hatten wir damals zu dem frühen Zeitpunkt schon gesagt, dass wir als Verband unsere großen Veranstaltungen, den Ball der Prinzessinnen, die Löwenfeier in Speyer, dass wir das einfach aufgrund der Situation wohl auch im November oder im Januar nicht werden machen können. Und wir haben als Vereinigung all unseren Vereinen, wir haben 374 Vereine im Verband Badisch-Feldscher Karnevalvereine, denen haben wir eine Empfehlung gegeben, und zwar die Empfehlung, große Veranstaltungen, Saalveranstaltungen in der Kampagne 2021 abzusagen. Die Empfehlung haben wir deshalb gegeben, weil wir gesagt haben, einmal sind es die wirtschaftlichen, die finanziellen Gründe. Zu dem Zeitpunkt im Mai, Juni werden normal schon die Vorbereitungen laufen und es muss die Technik organisiert werden, die Hallen, die Säle werden gemietet. All das läuft ja schon sehr lange davor. Und da haben wir gesagt, bevor das Probleme finanzieller Art gibt, geben wir diese Empfehlung. Die Hauptempfehlung oder deshalb die Empfehlung zur Absage war natürlich der Gesundheitsaspekt. Ja, weil wir da schon gesehen haben, also was da im April, Mai passiert ist, und wir haben gedacht, also wahrscheinlich kommt ja auch, wie jeder gesagt hat, diese zweite Corona-Welle auch wieder im Herbst. Wir haben gesagt, wir können das nicht verantworten, das unseren Besucherinnen und Besuchern einfach nicht zumuten. Fasnacht ist ein Gemeinschaftserleben, man feiert gemeinsam, man sitzt eng beisammen, man schunkelt, man lacht, es wird getanzt, ja. Auch die Küsschen der Prinzessin gehören auch dazu. All das macht Fasnacht aus und all das ist eigentlich nicht möglich. Und viele haben damals zu diesem frühen Zeitpunkt, Ende Mai, Anfang Juni, gemeint, es wäre zu früh, diese Entscheidung zu treffen. Andere waren aber auch froh. Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen bekommen als Verbandspräsident, die froh waren, so jetzt haben wir doch wenigstens eine Aussage und eine Empfehlung. Ja, und dann war es dann Ende Juni, da haben jetzt hier die Bruchkatzen in Ramstein ihre Vorstandssitzung gehabt. Und wir haben in dieser Vorstandssitzung mehrheitlich, nicht einstimmig, das darf ich ruhig sagen, aber mehrheitlich dann entschieden, dass wir dieser Empfehlung folgen werden. Ja, dass wir es also so sagen, wie es eigentlich die Vereinigung empfiehlt, dass wir auch schon recht früh, dann Ende Juni, unsere Saalfasnacht, sprich die Prunksitzungen, die Kreissenioren-Sitzungen, die Kinderfasnacht, dass wir das alles abgesagt haben. Es gab ganz unterschiedliche Reaktionen darauf. Ja, ist ganz klar. Viele haben auch da gesagt, das ist einfach zu früh. Warum macht ihr das jetzt schon? Aber wir haben das durchgezogen und im Nachhinein, wir haben ja jetzt Herbst und im Moment ist es so, dass die Zahlen sehr, sehr hoch sind, die Infizierten. Und ich glaube, wir haben richtig gelegen mit dieser Entscheidung. Ja? Also das war damals im Juni schon und wir waren, glaube ich, sogar der erste Verein in der Westpfalz, der diese Entscheidung getroffen hat. Wir hatten nämlich Ende Juni einen Präsidentenstammtisch in Pirmasens, war das gewesen. Und da hat man uns, da, denke ich, noch so ein bisschen belächelt. Ja? Wir warten ab. Nein, das ist viel zu früh, wir warten ab. Und ja, also da waren wir die Ersten. Das hat sich dann im Laufe der Wochen dann geändert. Es kamen dann immer mehr Vereine, die zu diesem Entschluss kamen, dann eben Veranstaltungen abzusagen. Was lange offen war jetzt in Ramstein, war der Umzug. Wir hatten auch im August dann schon eine Umzugskomiteesitzung. Wir machen das immer zusammen mit der Stadt, mit der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Da sind die Ordnungskräfte dabei, Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz, alles mit dabei. Und auch da hat man Ende August gesagt, okay, wir warten noch ein bisschen.
ja, es sieht nicht ganz so gut aus, aber wir wollen es mal noch offen lassen. Obwohl wir als Verein schon die Tendenz hatten, auch diese Großveranstaltung abzusagen. Und mittlerweile, leider Gottes, ist es auch dann erfolgt. Jetzt Ende Oktober war die nächste Sitzung dieses Umzugskomitees. Und da haben wir zusammen mit der Stadt, mit der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach leider den 70. großen Westricher Fastnachtsumzug absagen müssen. Das ist die momentane Situation. Und ich denke, im Nachhinein, wenn man jetzt zurückblickt, waren diese Entscheidungen, die wir früh getroffen haben, im Grunde genommen die richtigen. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ja. Die Finanzen sind jetzt in Zeiten von Corona, was die Vereine insgesamt betrifft, jetzt nicht nur die Karnevalvereine. Also ich kann jetzt für die Vereinigung nur so viel sagen, dass es in den Vereinen ganz unterschiedlich ist. Ja. Es gibt mit Sicherheit kleine Vereine, die vielleicht gar kein Vereinsheim haben, die eine Saalfastnacht zwar machen, aber die ganz günstig den Saal oder die Halle zur Verfügung gestellt bekommen, die eigene Aktive haben, die auch keine Fremden brauchen, die vielleicht ganz wenig finanzielle Probleme haben. Es gibt aber gerade in unserer Vereinigung, im Verbandsgebiet natürlich auch sehr große Vereine, die große Belastungen haben, sprich natürlich die Vereinsheime, die Hallen, die Mieten, die halt anfallen. Und es kommen halt überhaupt keine Einnahmen. Ja? Oft ist es ja so, dass die Vereine das Jahr über bei Stadtfesten, Dorffesten, bei allen möglichen Veranstaltungen im jeweiligen Ort, in der jeweiligen Stadt mit dabei sind, mit irgendeinem Verkaufsstand, Getränkestand, was auch immer. Und da werden oft ja doch wirklich sehr viele Einnahmen getätigt, die man dann braucht, auch für die Kampagne. Also all diese Gelder fallen also alle weg. Man kann zwar sagen, man hat ja keine Ausgaben, also ist es nicht ganz so schlimm. Aber wenn ich dann wieder sehe bei uns hier bei den Buchkatzen, wir haben ein relativ neues Vereinsheim. Und die Kosten sind hier zum Beispiel bedeutend höher, als sie noch im alten Vereinsheim waren. Wir haben natürlich auch sehr viel mehr Möglichkeiten, hier größere Räume. Das kostet. Also mit Sicherheit werden wir eine Kampagne überstehen, ohne jetzt Einnahmen zu haben. Das werden wir aufgrund der Mitgliedsbeiträge. Wir haben knapp 500 Mitglieder im Verein und mit diesen Mitgliedsbeiträgen werden wir das schon stemmen können, sage ich mal. Aber wenn das länger geht, dann haben auch wir, denke ich, ganz einfach ein Problem. Ja, gibt es Hilfen, gibt es Unterstützung? Also wir sind da in Ramstein-Miesenbach in der glücklichen Lage, dass wir von Seiten der Stadt, der Verbandsgemeinde immer auch ein offenes Ohr haben. Wir haben auch immer, wenn der Westricher Fastnachtsumzug stattfindet, beziehungsweise wenn er nur unter ganz schlechten Bedingungen stattfinden kann, wie das leider in den letzten Jahren öfter der Fall war, und wir da ja ganz schön ins Minus kommen, weil einfach nicht genug Umzugsabzeichen verkauft werden, haben wir da wirklich ja, mit der Stadt Ramstein-Miesenbach und mit der Verbandsgemeinde wirklich Leute, die uns da sehr unterstützen. Der Stadtrat von Ramstein-Miesenbach, der uns da unterstützt und auch den Ausfall dann auch übernimmt. Ja, das war jetzt in den letzten Jahren. Im letzten Jahr haben wir glücklicherweise nur ein geringes Minus gemacht. Und das freut auch die Stadt dann natürlich. Ja. Also das ist nicht überall der Fall, denke ich ganz einfach. Was ich jetzt aber auch konkret noch sagen kann, jetzt wieder den Sprung mache in den Verband. Wir haben ungefähr, also knapp über 200 Vereine auf badischer Seite. Und die Landesregierung von Baden-Württemberg, die hat im Sommer ein Förderprogramm entwickelt für Vereine, für alle Vereine, eingetragene Vereine, und haben ein Unterstützungsangebot gemacht und die Vereine finanziell unterstützt, je nach aktiven Zahl zwischen 800 und 1400 Euro pro Verein. Und das kann man also ruhig auch in dem Zusammenhang sagen, also
für uns, für den Verband, für die Vereine auf in Nordbaden und Mittelbaden kam dann ein Betrag von über 200.000 Euro zusammen, der an die badischen Vereine verteilt wurde. Und das ist natürlich eine tolle Sache und da kann man nur ein herzliches Dankeschön auch an die Landesregierung nach Stuttgart, nach Baden-Württemberg also auch sagen, auch in dem Zusammenhang. Das haben wir jetzt in Rheinland-Pfalz in dieser Form jetzt nicht im Moment. Ja. Also insgesamt schwierig zu beurteilen bei den Vereinen, aber insgesamt ja, ist es für alle schon eine schwierige Situation, auch wirtschaftlich. Ja, wie sieht es im Moment bei den Buchkatzen aus? Also wir hatten ja ab Sommer wieder unsere Vorstandssitzungen gehalten. Das durften wir ja machen. Nach und nach konnten unsere Garden auch ins Training, zwar in abgespeckter Form, aber trotzdem einsteigen. Auch da darf man sagen, da hatten wir also hier in Ramstein Glück. Da ging es bedeutend schneller, dass man wieder in die Hallen konnte, als in anderen Gemeinden oder Städten, wo ich weiß, die also ein, zwei Monate später erst geöffnet haben. Also das war bei uns recht positiv. Und ja, bis nach den Sommerferien sind also bei all unseren Garden, von den ganz Kleinen, den Bambinis über die Bruchkätzchen, Junioren, grün-weiße Funken bis zur Senatsgarde, alles wieder angelaufen, das Training ist angelaufen, obwohl man gewusst hat, ja, es gibt keine Prunksitzung, es gibt wahrscheinlich keinen Auftritt, aber trotzdem waren schon alle wieder mit Begeisterung dabei. Ja, und jetzt ist es im Moment wieder so, im November, es ist wieder alles geschlossen, die Hallen sind geschlossen, es findet wieder überhaupt kein Training statt. Ja? Also es ist jetzt wirklich so ein Rückschlag jetzt wieder erfolgt. Und das ist jetzt das Schwierige, oder nicht nur bei uns, denke ich, in allen Vereinen, wie kann man die Aktiven und ganz speziell die Jugend, die Kinder, ja, bei der Stange halten, ja? Wenn man denen jetzt sagt, in einem Jahr, 21, 22, das ist noch über ein Jahr, dann könnt ihr hoffentlich wieder auftreten. Das ist ganz schwierig, ja? Im Moment haben wir noch das Glück, dass die Kinder, die Jugendlichen dabei sind. Die Trainerinnen sind halt gefragt, sie müssen ja Alternativen entwickeln, das eine oder andere mit den Kindern machen. Klar, auch jetzt im November geht das auch wieder nicht. Sie können nicht gerade ins Eiscafé gehen oder mal mit denen zusammen ins Kino. Auch das geht nicht, aber das wird man mit Sicherheit nachholen. Wir hoffen, dass es im Dezember wieder besser ist. Und im Dezember hätten wir zum Beispiel unsere Weihnachtsfeier. Da kommt der Nikolaus und beschenkt die Kleinen. Und wir hoffen mal, dass wir im Dezember mit dem Nikolaus in die Hallen gehen können, ins Training gehen können. Und der Nikolaus zusammen mit unserem Prinzenpaar, das wir haben, dann dort kleine Geschenke an die Kinder, an die Jugendlichen verteilt. Also das ist jetzt nur eine kleine Sache, ja. Aber man muss was tun, damit die Jugend dabei bleibt. Denn wir haben dieses tolle Brauchtum Fasnacht, aber das Brauchtum lebt auch nur von der Zukunft, und das ist die Jugend, die unsere Zukunft ist. Wenn wir die verlieren, dann sieht es mit diesem Kulturgut Brauchtum Fasnacht also ganz schlecht aus. Und das wäre wirklich das Schlimmste, was passieren könnte. Ja, aber wir haben ja nicht nur die tanzende Jugend bei uns im Verein. Wir haben Musik-, Gesangsgruppen und wir haben auch Büttenredner. Ja? Wenn ich jetzt an unsere Gesangsgruppen denke, und da denke ich natürlich zuerst mal an die Hofkader, die ja also über die Vereinsgrenze hinaus, über die Stadtgrenze hinaus bekannt sind und sehr, sehr viele Auftritte haben, jede Kampagne. Die haben also auch die ganze Zeit geprobt, die haben auch ein neues Programm entwickelt. Und jetzt kam natürlich, ich sage jetzt mal, der Lockdown im November und jetzt können sie wieder nicht mehr proben. Und jetzt ganz aktuell kam jetzt die Nachricht von den Hofkadern, dass sie jetzt doch also auch die Proben abbrechen und erst für die nächste Kampagne, also sprich 21/22, dann ihr neues Programm einstudieren. Denn wie es aussieht, haben sie keinen Auftritt. Und das ist halt traurig, das ist halt sehr schade. Ja? So geht es den anderen auch. Büttenreden, ja, auch da
ist bei uns der Hofner, der Andreas Franz, eine Figur, die politische Rede, wie man sie sonst nur noch selten hat und kennt. Da sind wir ja sehr froh, dass wir den Andreas Franz in unseren Reihen haben. Der Hofner hat viele, viele Auftritte im gesamten Verbandsgebiet, auch darüber hinaus im Saarland. Überall ist er gefragt als politischer Redner. Und auch da ist es so, er arbeitet ja zusammen mit unserem Senator Manfred Müller. Und die beiden haben schon sehr früh, auch im Sommer, entschieden, es geht einfach nicht. Also sie hätten einmal keine Auftritte. Zum anderen ist es natürlich für die politische Rede sehr, sehr schwer in dieser Kampagne. Corona muss drin sein, aber auch da ist es sehr, sehr schwierig, ja, und da die richtigen Worte zu finden. Und vor allen Dingen, man muss auch ganz aktuell sein. Ja? Also diese Rede entsteht ja auch immer erst im Dezember, Januar, ja? Ganz spät. Sie muss ganz aktuell sein. Ja? Und all das ist im Moment so nicht möglich. Und wie gesagt, die Auftritte sind nicht da, sodass wir also auch da davon ausgehen, dass es den Hofnarren in dieser Kampagne nicht geben wird. Leider Gottes. Ja? Deshalb probieren wir alles Mögliche. Wir denken, hoffen, dass vielleicht auch im Januar oder Februar vielleicht die eine oder andere kleine Veranstaltung im Freien möglich sein wird. Ja, vielleicht kann man da etwas tun. Also Pläne gibt es, Ideen gibt es, aber konkret ist das alles im Moment noch nicht. Es soll auch sehr vieles, ja, digital, online vielleicht geschehen, dass man Videosequenzen aufnimmt mit all unseren Garden. Wir haben ja die Tänze schon vom letzten Jahr, die gibt es ja auf Video. Ich darf da vielleicht auch den Stefan Schröder ansprechen, der also da sehr, sehr aktiv da für uns arbeitet und schon sehr, sehr viel Schönes auch mit den Kindern gemacht und aufgenommen hat. Und wenn man das so kleine Einspielungen machen kann und vielleicht auch das ein oder andere kleine kurze Interview führen könnte und die Kinder sehen sich dann einmal im offenen Kanal oder sonst wo, also das wäre natürlich schon auch eine tolle Sache. Also wir sind dabei, Dinge zu entwickeln, auch in unserer Narrenstube. Hier ist auch geplant, vielleicht ein, zwei, ja, kleine Veranstaltungen, aber das hängt natürlich von der Entwicklung jetzt ab. Wir hätten jetzt den 11.11., auch da wollten wir eine interne Veranstaltung machen mit unseren Aktiven und wirklich Hygienekonzept alles beachten. Es ist alles genau durchdacht gewesen, wie die Aktiven kommen zu versetzten Zeiten und sich auch ihren Jahresorden, den wir auch in diesem Jahr haben, den Jahresorden abholen. Der wird zwar nicht umgehängt, aber er liegt bereit zur Entgegennahme. Das war schon geplant und ist jetzt leider Gottes fällt es auch wieder aus. Ja? Und auch da kann man, wir gehen dann vielleicht gehen wir zu den Aktiven heim und überreichen dort, und wenn es nur an der Haustür ist, wenn wir nicht rein dürfen, und überreichen dort den Jahresorden mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Wir machen natürlich jetzt auch die Masken, den Mund-Nasen-Schutz in unserer Farbe mit der Katze drauf und ein kleines Geschenk, ja, und wollen damit also immer zeigen, wir sind noch da, ja, und wir hoffen natürlich, dass ihr auch da bleibt, ja. Also solche Dinge sind geplant, aber ganz konkret jetzt noch nicht. Es kann sich auch immer wieder ändern, ja. Ja, wie geht es weiter mit der Fastnacht? Also zunächst hoffen wir ja alle auf die Kampagne 21-22, dass wir dann dort wieder Fastnacht feiern können, hoffentlich feiern können, denn es wäre zu schade, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, dieses Brauchtum Fastnacht ist ein sehr, sehr altes Kulturgut, ja, und das darf einfach nicht untergehen. Und da müssen wir alle unser Möglichstes tun, dass das auch weiterhin bestehen bleibt. Und deshalb ein Appell an all unsere Aktiven, ob das jetzt in Ramstein ist, ob das in der Westpfalz ist, ob das im ganzen Verbandsgebiet, wo auch über ist. Haltet einfach durch. Wir müssen auf vieles verzichten. Viele müssen auf was verzichten. Ja, nicht nur die Fastnachter. Ja, alle müssen auf etwas verzichten. Und ich denke, wir schaffen das auch
eine Kampagne einfach mal zurückzustecken und einfach darauf zu achten, dass wir alles einhalten, was im Moment geboten ist. Ja? Dass wir den Abstand einhalten, dass wir alle Hygieneregeln beachten. Das, denke ich, ist das Allerwichtigste in dieser Zeit. Und natürlich mein Wunsch an alle unsere Aktiven, dass sie gesund bleiben. Gesund zu bleiben in dieser Zeit, denke ich, ist das Allerwichtigste. Und das wünsche ich all unseren Aktiven. Und dass sie dabei bleiben, dass sie den Bruchkatzen die Treue halten, dass sie der Vereinigung Badisch-Felscher Karnevalvereine die Treue halten, dass sie der Fasnacht die Treue halten. Das wäre sehr schön. Und ja, da kann ich nur appellieren an alle. Bleibt dabei, bleibt bei unserer Fasnacht. Musik.